Gut, herzlich willkommen zur Freitagssession. Wir haben schon die Wetterberichte aus ganz Deutschland gehört. Es ist sonnig, es ist regnerisch, es ist kurz vor dem Sturm. Ich habe immer Schwierigkeiten am Mittags mit diesen Session. Ich komme immer vorne zum Mittagessen, hinterher habe ich tierisch Kohldampf. Stimmt. Wahrscheinlich geht es euch auch so. Okay, ihr habt eine spannende Dreiviertelstunde, Stunde vorbereitet. Starten wir gleich direkt rein. Übergeben an euch. Alles klar, dann springen wir wirklich rein. Also, mal wieder. Eins, zwei, drei. Hallo, Hallo, Studerstadt. Studerstadt! Kennt ihr ja mittlerweile schon. Also alle, die uns durch die Woche begleitet haben und auch letzte Woche schon mal den Teaser reinbekommen haben, das war eigentlich so unser Motto, unser Slogan, um die Zeit mit euch gemeinsam zu beginnen. Und ja, Mensch, tatsächlich, wir können es irgendwie gar nicht selber glauben, aber die Woche ist fast zu Ende und wir haben fünf sehr ereignisreiche Tage hinter uns gemeinsam mit euch und sind natürlich heute hier nochmal zusammengetreten, haben uns zusammengefunden nach einer Pizzanacht gestern. Fotos habt ihr ja gesehen, Beweisfotos, um die Ergebnisse zusammenzufassen. Und wie gesagt, das war alles ein Team-Effort, das haben wir ja alle gemeinsam gemacht und deshalb habe ich mir natürlich heute auch meine lieben Kollegen dazu geholt. Und zwar habe ich mit die Caro, hallo, Steffen. Steffi, genau, und natürlich ganz viele liebe Kollegen wie Janke, Timo, Daniel, Michael etc., die auch mit im Chat sind und euch wieder betreuen und für euch da sind. Und ja, was passiert denn heute? Also erstmal wollten wir nochmal sagen, ein ganz riesiges Dankeschön. Also unser Herz habt ihr definitiv, das haben wir heute Morgen auch gemalt, weil es war ein Experiment für uns. Also wir wussten nicht so recht, wie wird das laufen, wie wird das funktionieren, können wir euch ansprechen, neugierig machen, mitnehmen. Und es ist so viel zurückgekommen einfach. Also wir haben schon gesagt, zu allen, die auch vielleicht denken, ja, Mittwoch, da war ja auch eine Live-Session, da ist so viel offen geblieben. Wir sind wirklich noch nicht durch mit den ganzen Beiträgen. Also es ist tatsächlich so, dass in den Blogs auf Discuss oder Discuss immer noch so viel einläuft. Immer wenn wir irgendwo sagen, yo, jetzt habe ich wieder einen Beitrag beantwortet, ich habe es geschafft, dann läuft der nächste wieder rein. Und von daher sagen wir euch jetzt schon mal an der Stelle natürlich ein riesiges Dankeschön und auch das Versprechen, wir bleiben am Ball, wir beantworten weiter, wir sind weiter als Ansprechpartner da. Also wir gehen nicht aus dem Muckelton raus, logischerweise, sondern wir nehmen uns die Zeit und werden weiterhin an den Themen natürlich auch arbeiten. So, also, was ist diese Woche passiert? Wir haben am Montag halt angefangen mit Vorstellungen, dann haben wir direkt auch die Detektivarbeit gestartet, also haben halt gesagt, ja, erstmal selber schauen, wie erhebe ich eigentlich Bedarfe im Unternehmen, haben kurz das Thema Persona etc. gestreift, da sagen wir aber gleich noch was zu. Haben dann den Dreiklang aufgemacht für die nächsten 3 Tage, haben also am Dienstag gesprochen über den Mindset, also was ist eigentlich mein persönlicher Mindset zum Lernen, Lehren etc. Haben dann am Mittwoch das Feld ein bisschen größer gemacht, haben uns nämlich mit dem Thema Lernkultur beschäftigt und hatten ein kleines Highlight mit. Also wir hatten unsere Führungskräfte eingeladen und ich kann mich jetzt noch daran erinnern, dass eine der Führungskräfte im Vorfeld sagte, ja, ich habe aber nur maximal 30 Minuten Zeit und so lange wird es auch gar nicht dauern, oder? Und kommen da überhaupt Fragen etc. Und ihr wart dabei, wir haben echt eine Punktlandung gemacht und es sind Fragen offen geblieben. Und auch die drei grüßen nochmal herzlich, die haben einen riesen Spaß dabei gehabt, und die fanden das ganz toll und unterstützen uns hier auch sehr, muss ich auch mal sagen. Und dann haben wir gestern zum Schluss am Donnerstag das Thema Technologie aufgemacht und haben gefragt, ja, wie sehen eigentlich die Rahmenbedingungen bei euch im Unternehmen aus, auf die Technologie bezogen? Was findet ihr davor? Was würdet ihr auf euch wünschen? Und diese Diskussionen, die laufen tatsächlich noch. Also da kommen jetzt immer noch ganz viele Ergebnisse rein. Ja, das ist mal der grobe Überblick gewesen, aber wir haben euch natürlich am Montag versprochen, das, was ihr beitragt, das findet ihr nochmal als Essenz wieder. Das heißt, die Pizza Night diente tatsächlich dazu, all die tollen Beiträge auf Twitter und im Blog zusammenzutragen und tatsächlich für euch und für uns die Essenz der Woche und eure Aussagen und Ideen und Fragen und Antworten zusammenzutragen. Ja, und das ist das, was wir jetzt in den nächsten Minuten machen. Und dann übergebe ich einfach mal an die Caro. Starte Ja, nochmal die ich starte nochmal Präsentation. die Präsentation. Oh, Oh, das habe ich ja. vergessen. Technologie, so viel zum Thema Technologie. Und dann kannst du ja nochmal was über den Chat sagen. Heute. Heute. Und was wir am Mittwoch mit den Fragen, dass wir dann Das haben wir immer auch noch, schon. genau, nächste Woche Genau, weitermachen. richtig. Also wir hatten ja am Mittwoch noch Fragen, die offen geblieben sind. Und da überlegen wir gerade noch, wie bearbeiten wir das für euch. Aber das ist im Versprechen einfach enthalten, wie Genau. wir mit euren
Aussagen und Fragen noch umgehen werden. Also wie gesagt, ihr hört noch von uns, wir sind noch nicht weg. Ihr werdet es so schnell nicht los, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, also, Wrap-up der Woche. Genau, unser Vorschlag ist, dass wir unsere Tage nochmal reflektieren, euch nochmal zeigen, was waren so die Rückmeldungen aus der Community und dass wir gerne nochmal dazu einladen, danach vielleicht noch offene Fragen zu klären. Wir haben unsere Kollegen im Chat dabei, die antworten gern, aber vielleicht auch einfach mutig sein und reinkommen in die Live-Session und direkt die Frage nochmal stellen. Ja, das wäre Mutanfall, genau. Ja. Rutschen, dann kann Steffi nehmen das Bild. Genau. Sehen denn alle? Ja, genau. Geteilt, genau. Also wir sind am Montag ganz nervös und aufgeregt in diese erste Session reingestiegen um 13 Uhr und haben euch eingeladen, auch in Richtung Bedarfserhebung nochmal eine andere Form der Bedarfserhebung zu machen. Und das ist bei uns vielleicht auch ein bisschen gescheitert am Anfang. Wir hatten eine Hypothese, die hat sich irgendwie nicht bestätigt, mit Personas ganz klares Bild von Lernen zu erhalten. Das haben wir leider nicht so richtig hingekriegt, aber wir haben uns nicht breitschlagen lassen, sondern wir haben gesagt, nee, wir bleiben dran, wir gucken mal, was die Community zum Thema Personas rückmelden möchte. Und da gab es wirklich ein sehr kontroverses Diskutieren, kritisches Feedback, Ideen, aber auch schon Erfahrungen aus anderen Unternehmen. Das hat uns gut gefallen, weil da haben wir nämlich auch nochmal einen differenzierten Blick bekommen, wie einfach oder wie schwierig das ist mit Personas auf Lerner bezogen. Ja, also eine gute Idee oder eine schlechte Idee. Das ist so unsere Zusammenfassung. Und schlechte Idee, viele Meinungen waren zu komplex, zu unkonkret, ist eigentlich nur eine bessere neue Bedarfserhebung, Kundenzielgruppenanalyse. Bringt das wirklich was fürs Lernen? Ist das eine Zielrichtung, die uns weiterbringt? Oder ist es eigentlich nur ein differenziertes Schubladendenken? Ja, das waren so Anstöße. Letztendlich gab es aber auch die andere Meinung, nein, gute Idee, guckt mal genau hin auf den Lerner, nehmt euch mal die Zeit, ganz genau hinzugucken, was sind die Bedarfe, was sind die Stärken, Schwächen, Pains and Gains, was sind die Verhaltensweisen und was sind aber auch die Probleme, die unsere Lerner im Unternehmen haben. Ja, und das war insofern auch nochmal ganz inspirierend. Da kamen einige Beiträge, einige Weiterverlinkungen, auch schon White Papers. Also dafür herzlichen Dank für die weiterführenden Informationen. Wir sind tatsächlich in der Diskussion weitergegangen und wir möchten das auch gern mit euch teilen. Wir haben das jetzt nicht hier in der PowerPoint mit drin, sondern wir möchten das gerne im Nachgang nochmal mit euch unseren Draft unserer Personas bei Autobock teilen. Wir haben 5 Personas identifiziert. Die haben wir auch beschrieben, so gut wie wir aktuell das können. Und wir wollen diesen Draft weiter nutzen. Genau. Und den teilen wir im Anschluss. Also guckt gerne da rein, wenn wir unser Template und unsere Ergebnisse vor allem mit euch teilen. Und immer gerne natürlich wieder mit uns diskutieren. Ja. Ja. Klar, wir hoffen darauf, wir zählen darauf. Genau. So, dann haben wir uns mit dem Thema L&D auch am Montag schon beschäftigt. Was heißt das Ganze eigentlich für L&D in der Zukunft? Und da gab es eine Menge an Rückmeldungen, aber auch in den anderen Tagen. Das heißt, es ist nicht nur Montag, die Zusammenfassung der Rückmeldung, sondern tatsächlich über die ganzen Tage eigentlich. Möchte jemand weitermachen? L&D in der Zukunft, was heißt das eigentlich? Wir haben halt, oder viel kam aus der Community, dass es halt, wir müssen am Puls der Zeit bleiben als L&D. Dass man eine offene Fehlerkultur haben sollte und also auch über Fehler sozusagen sprechen sollte und anstatt sich irgendwie zu verhindern, so das Ganze, dass wir uns begegnen und begeistern sozusagen, nicht mitnehmen, nicht abholen und mitnehmen, sondern tatsächlich, dass wir den Lernern begegnen und sie halt auch mit dem Inhalt, mit dem Spirit begeistern, unter anderem. Was ich da ganz interessant fand, war wirklich auch diese 8 Digital Skills. Was heißt das eigentlich auch für uns als Learning Professionals? Dürfen wir uns eigentlich auch so bezeichnen? Also sind wir das noch? Oder haben wir da fehlende Kompetenzen? Wie müssen wir uns da eigentlich selber auch weiterentwickeln, unsere Kompetenzen aufbauen? Da gucken wir auch gerade auch im Team ganz genau hin, was brauchen wir eigentlich noch? Wir haben in dieser Woche, glaube ich, schon ein bisschen daran gearbeitet, unsere Digital Skills zu erweitern. Und das war auch nochmal ganz wesentlich, da mal auch reinzugehen, was brauchen wir, aber was brauchen unsere Mitarbeiter und Führungskräfte? Und da gab es auch schon Ideen, da kommen wir gleich nochmal drauf, wie kann man da unterstützen als L&D, die digitale Kompetenz im Unternehmen zu stärken. Und das war auch ein interessanter Punkt, der kam von vielen von euch, also nicht nur das, was braucht L&D, sondern wirklich ganz viele Statements, L&D muss Vorreiter sein. Also wir können dem Unternehmen nicht, ich sag jetzt mal, beibringen, wenn wir nicht selber wissen, welche Tools es gibt, wie die angewendet werden, welche Vor- und Nachteile die haben und was sinnvoll wäre. Und von daher
um nicht vom Unternehmen quasi überholt zu werden und denjenigen, die sich damit beschäftigen, muss LMD halt einfach immer schauen, ja, dass wir eine Nasenlänge voraus sind und genau wissen, was gibt's denn da eigentlich und wie funktioniert das auch, um auch Empfehlungen aussprechen zu können. Ja, vielleicht nicht die Nasenlänge voraus zu sein, aber mit den richtigen Leuten zu sprechen, die vielleicht diese Nasenlänge ab und zu mal voraus haben und wir dann einfach mit direkt hinten dranhängen. Das ist vielleicht auch noch. Also wir müssen es nicht unbedingt zwingend immer als Erste wissen, aber wir müssen mit den Leuten zu Wir tun müssen die haben, Leute kennen, ja. die es haben, dieses Genau. Wissen. Und dann, ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Die Kunst ist heute zu wissen, wer es Ja. weiß. Ja, und noch ein weiterer Aspekt. Und wir sind auch nicht diejenigen, die wirklich alles mundgerecht Ja, aufbereiten. nein. Also wir neigen dazu natürlich, unsere Lösung haben wir immer im Schlepptau. Wir kennen das, wir sind sehr lösungsorientiert. Wir wissen eigentlich schon, bevor der Kunde weiß, was sein Problem ist, was die Lösung ist. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, der kam auch ein paar Mal hin, dahin zu gehen, den Kunden wirklich auch mal sprechen zu lassen, was sind seine Ja. Probleme und dann gemeinsam Lösungen zu schaffen und auch vielleicht neue Ideen mit einzubringen. Also wer es noch nicht geschaut hat, das Video von Armin Trost von der Ja. Republika ist ausgezeichnet und da hat das wirklich nochmal angeprangert oder vielmehr, ich würde eigentlich sagen, viele Realitäten gespiegelt, indem er gesagt hat, ja, L&D und HR ist halt sehr schnell mit der Lösung um die Ecke, obwohl der Kunde vielleicht gar kein Problem hat. Also das ist auch nochmal ganz interessant. Also nicht nur, dass man das Problem nicht richtig erkannt hat oder bezeichnet hat, sondern man schafft im Prinzip etwas für etwas, was gar nicht da ist. Also auch nochmal ein ganz interessanter Ansatz. Wollen Gut. wir einmal die Runde aufmachen für Ja. Fragen vielleicht? Ergänzungen, Fragen, Anmerkungen. Dann tun wir das. Also zurück nochmal zum Montag und zurück zu euch und zur Detektivarbeit. Also wir freuen uns auf jegliche Fragen, Kommentare, Rückmeldungen. Atmen und aushalten jetzt die Stille. Wir können das. Er ist mutig. Danke, gibt es vielleicht aus dem Chat noch eine Frage, die wir jetzt einbringen sollten, die ganz gut passt im Moment? Oh. 21, 22. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja, jetzt nur doch. Jetzt, okay. Derzeit noch keine Fragen, Wunderbar, weitere danke. Fragen, Dann machen wir weiter. außer Wetternachrichten. Dankeschön. Gut. Genau, ich mache einfach weiter. Ja, gerne. Genau, wir hatten den Dienstag dann, wo es um das Thema Mindset ging, wo wir uns mit Fragen beschäftigt haben. Was bedeutet denn eigentlich Lernen? Was bedeutet Lernen für mich? Wer ist verantwortlich dafür, dass ich die richtigen Sachen lerne? Bin ich das? Ist das das Unternehmen? Wer auch immer. Auch die Frage, was brauche ich denn eigentlich für mich selbst, um da einfach ein gutes Gefühl bei zu haben? Wir haben auch in die Richtung geschaut, wo und wann lerne ich denn eigentlich am besten? Und was sind auch so die Verhinderer oder das, was mich so hemmt beim Lernen? Also das war das, womit wir uns am Dienstag beschäftigt haben und haben da auch mal so ein bisschen durchgeschaut. Und für das Thema so, was bedeutet Lernen, haben wir so ganz viel immer rausgehört, das Thema, wenn ich neugierig bin, wenn ich einen Sinn hinter etwas sehe, wenn ich weiß, das ist gerade für etwas gut, was ich brauche. Wir hatten ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das geteilt hat, Seek, Sense, Share, Wunderbar. das war auch sehr interessant zu lesen und sich auch damit weiter zu beschäftigen. Und grundsätzlich kann man so, glaube ich, sagen, so Faszination, Neugier, Sinnhaftigkeit ist so immer dieser Grundbaustein, dass man sagt, ich habe Lust auf Lernen und kann auch gut lernen, wenn man das so zusammenfassen möchte. Ganz spannend immer dieses Thema, wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass ich die richtigen Sachen weiß? Und in dieser Community hatten wir wirklich immer so eigentlich den Konsens, dafür bin ich selbst verantwortlich. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir, glaube ich, alle so das gleiche Mindset auch haben, haben im Unternehmen aber durchaus auch andere Meinungen erlebt, was wir in den Personas auch nochmal aufgreifen werden, wenn man das da sieht. Dass man da noch andere Meinungen durchaus sieht. Genau, grundsätzlich bei Mindset, was ja auch noch mein Thema war, was große Resonanz ausgelöst hat, war, lernen ältere Menschen anders als junge. Und das war super spannend auch, wo Martina dann auch nochmal in die Bresche gesprungen ist für die 50-Plus-Gemeinschaft unter uns, dass wirklich, das spielt keine Ahnung, wie, keine Rolle, wie alt man ist, sondern es geht wirklich nur darum, was habe ich für eine Denke dahinter, wie jung fühle ich mich vielleicht auch selbst, das hat Im damit Kopf, auch was zu tun im genau. Kopf, um da einfach dran zu hängen. Wir hatten auf dem Blog auch eine Diskussion dazu, Balance, Rahmenbedingungen von Lernen, ja, also
wir hatten Rückmeldungen, es ist immer schwierig, Arbeit, Alltag, Lernen irgendwie miteinander zu verbinden. Dann gibt es immer dringende Dinge, die erledigt werden müssen. Das steht da so ein bisschen im Spannungsfeld. Hatten auch Rückmeldungen, meine Zeit zu Hause ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Und da möchte ich eigentlich gar nicht mehr so viel investieren, vielleicht auch in solche Dinge. Das hatten wir im Blog und hatten auch eine interessante Diskussion auch hier bei uns im Team dazu. Das fanden wir auch nochmal ganz spannend, wo es auch darum ging, muss ich oder will ich meine ganze Freizeit eigentlich vielleicht auch dafür opfern, irgendwelche Dinge zu lernen, wo man dann sagt, nee, ich gehe lieber raus in den Wald oder all solche Themen, also hochspannend. Aber grundsätzlich kann man sagen, Zeit wurde als Herausforderung gesehen. Ja. Ja? Also so als großes Learning daraus. Mhm. Auch. Du wolltest gerade noch. Ich hatte nur noch einen Gedanken, wir haben dann auch irgendwie ganz oft die Rückmeldung bekommen, ach, das ist ja alles Lernen. Da habe ich mir gerade Gedanken gemacht. Und ich glaube, oder das war auch so mein Resümee, viele sind sich dessen auch nicht bewusst. Also viele, die lernen ganz viel und ganz oft, verbinden das aber nicht mit dem Begriff des Lernens. Mhm. Und das ist auch sowas, was ein Stück weit auch, da gab es heute Morgen nochmal einen interessanten Blogbeitrag, ist das nicht auch was anregt zum Lernen? Also diese Reflexion darüber, dieser Anstoß, wann lernst du eigentlich, wie beschäftigst du dich mit deiner eigenen Weiterentwicklung, löst das nicht auch schon Motivation oder zumindest eine Reflexion aus bei unseren Lernern, unseren Mitarbeitern im Haus? Und das fand ich immer ganz spannend. Also, dass wir ganz selbstverständlich immer von Lernen sprechen, positiv besetzt. Aber wie geht es eigentlich unseren Mitarbeitern, unseren Führungskräften an? Und wir haben euch am Dienstag ja auch einen kurzen Film mitgegeben, den Like, den wir übrigens sehr mögen, weil wir finden, er zeigt ein Thema auf, das auch im Laufe der Woche sehr viel diskutiert wurde und auch eng mit der Bildung natürlich verknüpft ist. Also die kindliche Neugierde, die ist eigentlich ungebremst, die ist kreativ, die ist ehrlich, die ist mutig, die wagt alles und die wilde Welt erkunden und alles wissen. So, und wird dann in ein System gesteckt, das im Prinzip komplett einmal diese Neugierde, ich sag jetzt mal, eingrenzt oder im schlimmsten Fall sogar abtötet. Und ja, also es gab ganz oft den Appell oder die Frage, ja, wir müssen zurück zu dieser kindlichen Neugierde. Ja. Also einfach wieder mit großen Kinderaugen in die Welt gucken und wirklich sagen, wie schmeckt das, wie riecht das, wie fühlt das und wie mache ich das? Und einfach, ich glaube, dieses trau dich und einfach machen, das hat uns so als Hashtag gut durch die Woche begleitet. Mhm. Genau. Fragen oder Anmerkungen von euch? So, dann melde ich mich noch mal kurz aus dem Kopf. Hallo. Eine Frage war sehr schön. Gab es Überraschungen während der Woche? Und die würde ich ganz gerne an euch weitergeben, weil ihr einfach mehrere seid. Ich sag einfach spontan aus dem Bauchhaus, es ist viel mehr passiert, als wir dachten, und es kam viel mehr, als wir dachten. Also wir wussten es wirklich am Montag nicht. Also wir haben gesagt, es ist ein Experiment. Es kann auch sein, dass ihr sagt, boah, ist das doof. Wir haben 2 Wochen lang Top-Projekte vorgesetzt bekommen. Das war absolut fantastisch. Mhm. Also wir haben ja auch mit großen Augen und Ohren davor gesessen. Und jetzt kommen die um die Ecke und stellen uns Fragen. Und wir müssen selber erstmal gucken. Also es war einfach ein Risk. Wir haben gesagt, wir gehen es ein. Und als dann wirklich die Diskussion anfing und auch die Tweets anfingen, da uns ist das Herz aufgegangen und wir haben uns einfach jeden Tag mehr gefreut. Und wir haben auch schon gesagt, es ist, ja, der Energiepegel ist wirklich gestiegen. Also die Frage ist ja auch Überraschung im Sinne von, damit hätten wir gar nicht gerechnet von Antworten her, kann ich jetzt für mich gar nicht so spontan beantworten. Also klar hat man da so ein Gefühl für, was da so kommt und man hat auch immer gesagt, ja, stimmt eigentlich. Was ich ganz spannend fand, war auch diese Leidenschaft, womit die Personen rückgemeldet haben. Also ich fand das, ich glaube, das war Monika Schlatter mit dem persönlichen Wissensmanagement, wo sie dann dieses Plädoyer einfach geschrieben hat dazu, wie cool das eigentlich ist und wie weit sie gebracht hat. Das waren für mich so richtige Aha-Momente, muss ich auch sagen. Wenn man da gelesen hat, hat gesagt, wie cool ist das denn eigentlich? Also als Überraschung, was vielleicht jetzt nicht mit unseren persönlichen Learnings zu tun hat, weil da kommen wir auch nochmal gleich zu, war auch dieses, das ist so eine Dynamik, die dann entsteht. Und wir haben dann morgens gesehen, habt ihr schon gesehen, ein neuer Blogbeitrag, aber vorgestern. Ja. Das war ganz überraschend für mich, also dass es dann auch weiter wirkt und lebt und auch genutzt wird. Und das fand ich total schön und das hat uns auch immer wieder neue Denkanstöße gegeben. Ich finde aber auch, die Ideen, die kommen, also das, was schon probiert wurde, schon mal vorgestellt wird, dass wir Impulse bekommen, Inspiration, das ist so viel wert. Ja. Dass man schauen kann, was ist in anderen Unternehmen schon passiert? Wo steht ihr denn? Dass man offen darüber redet, das ist etwas, was mich sehr wirklich überrascht. Genau, und dann möchte ich einfach eine Ergänzung machen, nämlich es war nicht nur die Menge der Rückmeldungen, die uns wirklich total positiv
überrascht hat oder total gefreut hat einfach, sondern tatsächlich auch, ich sage jetzt mal logischerweise die Qualität, das haben wir schon angesprochen, aber wir haben das Gefühl gehabt, da haben sich wirklich Teilgeber hingesetzt und haben richtig lange geschrieben. Also wir haben nicht kurze Rückmeldungen bekommen, haben wir auch, aber wir haben sehr, sehr, sehr viele Beiträge, wo wirklich komplette Dinge beschrieben wurden. Also wir haben eine komplette Einführung in ESN bekommen. Ja, vielen Dank dafür. Genau, Schritt für Schritt. Und das heißt ja was. Also da hat sich jemand am anderen Ende hingesetzt und hat überlegt, ja, das möchte ich jetzt hier teilen und das schreibe ich jetzt in Ruhe runter. Und wir alle kennen das. Dann guckt man nochmal drauf. Ist da noch ein Fehler drin? Dann guckt man nochmal drauf. Und dann sendet man es schließlich ab. Und da ist wirklich richtig viel Zeit investiert worden. Und das ist einfach voll. Vielen Dank. Gut. Super. Ja. Okay. Genau. Ja, dann vielleicht ganz kurz noch eine Ergänzung von meiner Seite. Also hier kommt auch gerade sehr viel positives Feedback aus dem Chat, dass das Spaß gemacht hat, dass die Fragen toll waren, zur Diskussion angeregt haben. Also vielen Dank auch dafür. Und ihr braucht euch nicht verstecken. Das war auch nochmal sehr nett. eine kleine Seitendiskussion fing gerade an, von wegen Angebote für Ältere. Ich denke mal, das ist so ein Thema, das wir auch diskutiert haben, überhaupt dieses Stereotypisieren, alt, jung, neu, nicht so neu, dass wir da sagen, dass wir da eigentlich, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Live-Session auch schon besprochen, dass wir da eigentlich keinen Unterschied sehen möchten. Aber ich bin gespannt, wie die Diskussion weitergeht. Genau, wir erleben es ja auch nicht bei uns im Unternehmen tatsächlich. Wir haben ja so eine Vielfalt an Personen, die kommen aus allen Bereichen, in allen Altersklassen und das erleben wir tatsächlich hier auch gar nicht, diese Diskussion. Okay. Ja. So, am Mittwoch. Am Mittwoch der spannende Tag. Da haben wir uns ja unter anderem mit der Kultur auch beschäftigt, neben unserer Live-Session, mit dem Henne-Ei-Problem sozusagen. Wie wird denn überhaupt Lernen im Unternehmen auch wahrgenommen? Ist es tatsächlich Lernen gleich Arbeiten oder bedeutet für mich Lernen, dass ich das nicht an der Arbeit mache, sondern ich mache das zu Hause? Wie wird das denn überhaupt angesehen? Da war auch die Rückmeldung von euch ganz, ganz klasse, dass wirklich Lernen als Arbeiten angesehen wird zum Großteil. Aber dass es auch viel, wie Caro eben schon gesagt hat, unbewusst abläuft, dass man das gar nicht wahrnimmt, dass es tatsächlich jetzt gerade Lernen ist, dass man aus nicht nur Seminaren lernt, sondern auch Projekten auch und aus Erfahrung in dem Moment auch und Erkenntnissen. Genau, die Rückmeldung von euch war auch, dass man zum Beispiel das L&D mehr als Enabler sich fühlen sollte oder auftreten sollte und auch der Treiber von neuen Lernformaten sein sollte. Dass wir uns sozusagen Allianzen schaffen sollten, die die wirklich wollen, mitnehmen sollten, begeistern sollten und auch im Unternehmen nach Verbündeten suchen sollten. Genau, also die Methoden kamen da auch so ein paar Ideen für Methodiken, wie können wir das eigentlich machen? Also, dass wir mutig sein sollen, haben wir, glaube ich, jetzt verstanden. die Frage ist, wie und wo fangen wir an? Das ist nochmal so eine Frage, wo wir auch heute Nachmittag schon vor unserer Mittagspause noch diskutiert haben. Aber so Ideen wie Reverse Mentoring, fangt an mit denen, die sich irgendwie mit Digitalisierung auseinandergesetzt haben. So, nehmt eure Führungskräfte, die da auch schon Lust drauf haben, bringt die zusammen. Und da gab es auch eine 1:1-Anleitung, wie man Reverse Mentoring da mit dem Digitalisierungsthema zusammenbringen kann, fand ich ganz großartig. Auch mit dem, wie überzeugt man auch die Leute, da mitzumachen, was bringt das? Also ganz viele Methoden und Tools in unsere Richtung, um diese Lernkultur, Meetings war auch noch eins, ein Meeting schon anzufangen mit veränderten Vorgehen, weil Meetings ja auch im Hause, das kam auch jetzt noch kurzfristig, dass Meetings auch schon kulturverändernde Dinge einbringen können und da auch anzusetzen, um da Veränderungen hervorzurufen. Ja. Also für mich auch Henne, Ei, Henne, fand ich super spannend. Jan, ich weiß, ich bin noch eine Antwort schuldig. ich werde antworten. Aber auch dieser Punkt so, wann ist eine Kultur reif und wann nicht? Und da habe ich auch so irgendwie rausgezogen, da gibt es irgendwann diesen Tipping Point, wo man sagen muss, ey komm, wir glauben, wir haben genug Leute in diesem Unternehmen, die wollen und dann macht man das einfach. Und nicht zu warten, dass man 99,9% aller Personen überzeugt hat, weil dann werden wir hier wahrscheinlich noch sitzen, wenn wir dann 200-jähriges Jubiläum feiern. Oder das erleben wir dann gar nicht mehr, weil wir überhaupt nicht darauf reagieren konnten. Also super spannende Diskussion, die fand ich auch richtig cool und ich glaube, die geht auch noch spannend weiter. Ja. Ja, das ist ein interessanter Ansatz, weil wenn wir mal zurückdenken in die Historie von Learning Development, es ist ja auch so, dass, ich habe es glaube ich auch ein paar Mal im Blog geschrieben, einige von euch haben das als Antwort von mir bekommen, dass L&D oft tolle Ideen hatte, also genau diese Lösung, die Armin auch schon gesagt hat, und dann
gab es großartige Pläne, das Ganze auszurollen. Und wenn man das Gefühl hatte, da gibt es Widerstand, dann wurde halt ein Change Manager dazu gepackt. Und außerdem hat man dann noch natürlich die Unternehmenskommunikation dazu gerufen, weil man sagt, wir müssen das jetzt hübsch verpacken. Also wir müssen tolle Worte dafür finden, da muss eine rosa Schleife ran, weil wir wollen, dass sie das tun. Und so kriegen wir das dann irgendwie durchgedrückt. Und das haben wir aus der Diskussion wirklich mit rausgenommen. Und ich glaube, es hat sich bei uns im Herzen eingebrannt, in die Köpfe diese Woche wirklich zu sagen, nee, darum geht es nicht. Also wir werden auch immer wieder Menschen haben, die tatsächlich Dinge vielleicht nicht mitgehen wollen und nicht mitmachen wollen, aber ganz viele möchten. Und warum sollen die dann immer warten auf die anderen, die halt nicht wollen? Also schaffen wir halt Möglichkeiten, um die möchten, mitzunehmen und haben dann wahrscheinlich ein umgekehrtes Prinzip, nämlich wir wecken dann Begehrlichkeiten, wir haben Schneeballprinzip und vielleicht sagt derjenige, der heute sagen würde, um Gottes Willen, lass mich mit ESN in Ruhe, das ist mir eh alles schon zu viel, steht dann auf einmal davor und sagt, wieso kommunizieren die alle so toll, nur ich nicht. Also der größte ESN-Botschafter zum Schluss. Ja, genau, ja. Genau, weil er endlich Emojis in seinem Alltag verteilen kann. Richtig. Genau. Also da steht, glaube ich, L&D was Interessantes bevor und auch uns, weil wir da wirklich im Mindset und in der Lernkultur parallel im Prinzip einen kleinen Shift hatten. Genau. Welche Fragen gibt es denn? Okay, wenn sich keiner so meldet, melde ich mich nochmal aus dem Off. Hallo Janke hier. Der Chat ist unheimlich viel angelaufen. Da ist sehr, sehr viel. Ich komme kaum hinterher, alles durchzulesen. Das Thema Zeit wurde nochmal sehr gestresst. Ja. Also Zeit zum Lernen, Zeit vielleicht auch mit in die Zielvereinbarung zu nehmen als Idee oder eben auch auf jeden Fall die Teamleiter bewusst darauf anzusprechen, hatte Nadine geäußert, einfach um Lernzeit eben fest zu etablieren im Unternehmen. Den Rest, muss ich sagen, müssen wir im Nachgang, glaube ich, bearbeiten. Ja. Oder auch gerne unmuten und einfach reingehen. Genau, wer Hashtag Mutanfall. Gerne. Fragt euch, redet mit uns. Aber da gab es auch viele Ideen. Ja? Ja. Viele Unternehmen machen das nämlich genauso. Mhm. Da gibt es Prozenttage. Genau. Freitag, Wissenstag, genau. Lerntag. Ja, das muss man nochmal fragen. Ja, wie das auch angenommen wird, ne? Weil genau. Also da gab es viele Ideen und auch schon sicherlich auch gute. Genau, das war nochmal, genau, das sind halt auch Vorbilder. Und das meinen wir halt, ne, der Fischding vom Kopf, man braucht halt auch Vorbilder. Das ist halt nochmal ganz wichtig zu sagen auch. Also um absolut. Da auch weiterzukommen. Richtig. Also wenn ich dann freitags irgendwo sitze und mir einen Online-Kurs anschaue, der wirklich wichtig für meinen Job ist und im Hintergrund läuft jemand an mir vorbei und sagt, du hast Zeit, Videos zu gucken, haben wir halt ein Problem. Also dann werde ich mir die Lernzeit beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht mehr nehmen. Da fällt mir noch eine Überraschung ein, die wir eigentlich hatten die Woche. Wir haben ja zum ersten Mal Videos gedreht. Ja. In der Form, wie ihr sie erlebt habt. Und das war ein kleiner Mutanfall schon von uns in der Vorwoche. Und wir haben festgestellt, wie einfach das ist. Ja. Wie einfach und aber auch wirkungsvoll das sein kann. Und wir überlegen das natürlich jetzt auch, ne, wie können wir das mit fachlichen Dingen vermitteln oder auch mit Appetizern für sonst die Themen und das hat gut funktioniert. Das war eine Überraschung, fand ich, dass wir das so absolut haben konnten und durften und gemacht haben. Und noch ein Geheimnis, es macht völlig Spaß. Ja. Es gibt sehr viele Outtakes. Ja, ja, genau. Aber auch. Genau. Okay, so. Dann ja. Technologie. Wer möchte? Oder ich kann auch gerne anfangen, wieder. Also am Donnerstag, wenn das Technologiethema, was ja auch am Vortag bei der Panel Discussion schon heiß diskutiert wurde, wo dann einfach gesagt wurde, hey, wir sehen bei euch so viele Dinge, die ihr macht, warum packt ihr die denn nicht in den ESN und dann läuft das doch von ganz alleine, geht euch nicht selbst im Weg, ganz spannend. Grundsätzlich da auch wieder diese Erkenntnis irgendwie ist, grundsätzlich wird Technologie so auch ein bisschen als Schlüssel gesehen, um dieses ganze Wissen, was es irgendwo gibt, zu managen. Ja? Also es gibt so viele Quellen und die müssen gesichtet und irgendwie analysiert und bewertet werden. Und da kann so etwas wirklich helfen. Tagging hatten wir bei Harald Schirmer, bei Conti schon mal super spannend. Was wir auch hatten, bestehende Tools einfach besser zu nutzen. Ja? Also ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Es ist nur so, wir haben Dinge und nutzen die eigentlich nicht vernünftig. Nicht verletzt. Dass wir da einfach drüber nachdenken, wie können wir da besser werden und da zu schauen, wie es geht. ESN wurde als zentraler Erfolgsfaktor, glaube ich, vermarktet. Joachim war, glaube ich, auch so jemand, der hat ein ganz großes Plädoyer wieder für gehalten, wie gut das eigentlich ist, wo wir dann auch von verschiedenen Beitraggebern einfach auch lange Listen hatten, warum das eigentlich so cool ist. Also wir haben jetzt eigentlich die Argumentation für unsere Geschäftsleitung, warum wir das brauchen. Super spannend.
Wir hatten dann diese Diskussion, fehlende Kultur, das hatten wir eben schon mal, ja, fehlende Kultur, deswegen keine Technologie einführen, alles ein bisschen schwierig. Was wir gelernt haben, ist, ich glaube, Tool und Kultur gehen Hand in Hand einfach los. Und es gibt nicht das eine oder das andere, was zuerst da sein muss, sondern man muss schauen, wie kann man es vernünftig setzen. Auch dieser Wechsel von Push to Pull war so etwas, worüber wir sehr stark, von Push to Pull, stimmt, wo wir sehr interessante Diskussionen drüber hatten, wo man drüber nachdenken kann, ja, wie kann man das eigentlich realisieren? Wie kommt man davon weg, so diese Häppchen immer wieder zu reichen und zu hoffen, dass die dann auch das schmecken? Das sind einfach wirklich interessante Dinge. Insgesamt, was wir auch wieder erlebt haben, auch in den Gesprächen innerhalb des Unternehmens, privat werden so digitale Technologien viel eher genutzt, als man das an der Arbeit tut. Und da weiß ich bis heute nicht, warum das so ist. Und ich finde es auch wirklich komisch, warum Leute den Schalter umschalten, wenn sie in ein Unternehmen gehen. Aber da muss man auch weiter drüber nachdenken, überlegen, was machen wir damit und wie können wir damit umgehen. Und ein wichtiger Punkt, was wir bei uns selbst, also ich habe das bei mir persönlich erlebt, so die erste Twitter-Nachricht. Ja. Es gibt definitiv eine Hürde, dass man sagt, man nutzt solche neuen digitalen Tools. Ja. Um sichtbar zu werden. Ja. Was twittert man denn da als allererstes? Denken die anderen, ich bin bescheuert, dass ich das jetzt sage? Also es gibt einfach eine Hürde und man muss überlegen, wie macht man die so klein wie möglich. Das sind auch noch so wirklich Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dann nochmal reflektiert auf die ganze Woche. Hürden, aber sie halten uns eigentlich nicht wirklich auf. Wir haben das jetzt mit Skype for Business erlebt. Die waren wirklich nicht wirklich gut zu sprechen auf Skype for Business, weil Technologie funktionierte nicht. Wir wollen für Qualität sorgen, für Tonqualität, für Bildqualität. Ja. Das ging trotzdem. Ja, und wir haben weitergemacht und haben uns davon auch nicht irritieren lassen. Und wir sind irgendwie gerade auch gut miteinander jetzt bloß ausgekommen und es funktioniert. Also es ist nicht alles nur, die Technik muss 100% sein, sondern es ist wirklich ein Teil Mindset, ein Teil Willen, also wirklich persönlicher Wille, Dinge trotzdem zu tun, auch wenn die Technik nicht ideal ist oder vielleicht noch nicht das ESL im Haus ist. Genau. Gut. Wiederum Fragen, Anmerkungen. Was wünscht ihr euch noch? Okay, dann von mir einfach noch mal zwei Anmerkungen. Oder soll ich noch länger warten? Möchte jemand? Ging es noch mal so um eine Befragung auf Twitter von Colon und Outtakes davon, den Wunsch danach. Was ich sehr schön fand, war der Beitrag von Annette. Statt Häppchen reichen, ein ansprechendes Lernbuffet schaffen. Also ich finde das ein sehr schönes Bild. Der Blumenstrauß. Genau. Und der Magnus hat geschrieben, ich denke mal, das bezieht sich wieder auf eure Beiträge, ihr braucht ein ESN. Und ein richtiges Wiki. Und ich denke mal, das haut in die Kerbe noch mal rein von Mittwoch. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir als nächsten Punkt. Ich mache erstmal aus, ne? Genau. Die persönlichen Learnings, weil wir natürlich auch geschaut haben, was hat sich eigentlich jeder persönlich mit aus dieser Woche herausgenommen. War uns ganz wichtig, das auch nochmal abzugleichen, abzufragen, das da abzustimmen. Ja, und das ist genau die Runde, die wir jetzt eröffnen würden. Das fängt an. Ja, möchtest du? Hallo. Ah. Okay. Also was habe ich mir mitgenommen aus der Woche? Es ist tatsächlich, das kam schon so oft, also es ist Mut und Neugier, die das schaffen, Menschen zu begegnen, die wirklich Impulse geben, mit die aber auch kontrovers diskutieren. Also dass man wirklich auch neue Gedankenimpulse bekommt und dass man offen und authentisch sein muss und damit wieder Menschen begeistern kann. Das habe ich mir von der Woche mitgenommen. Also für mich war das, ich habe 1000 Learnings. Also ein Learning ist, wir haben ganz, ganz viele Impulse bekommen, aber mein persönliches Highlight war eigentlich, dass der MOOC komplett pure Energie freisetzt. Also nicht nur bei uns im Team, ich glaube, wir sind schon sehr energetisch, aber dennoch geht da immer noch eine Schippe drauf. Und das Spannende ist, das ist nicht nur mit uns passiert, sondern auch mit den Leuten, die an der Tür vorbeilaufen, die im Unternehmen wussten, was wir tun, die uns ansprechen, die uns fragen, was macht ihr da? Und das hat ganz viel Neugier ausgelöst und hat wirklich was verändert. Und das war für mich ganz, ganz beeindruckend. Es ist ansteckend, Leute, macht es. Ja, das ist es. Ja, was habe ich mitgenommen? Auch schwierig, da so eine Top-Liste zu machen. Aber grundsätzlich, was ich mir aufgeschrieben habe, irgendwie so Collective Intelligent Rules.
Also man hat irgendwie gesehen, so diese Schwarmintelligenz, diese Masse, die dahinter steckt jetzt so, da kommen super kreative Dinge bei raus, auch durch diese Anreicherung gegenseitig zueinander. Das ist so ein großes Learning, was wir für uns mehr nutzen müssen. Mhm. Also das wäre fatal, wenn wir es nicht machen würden. Richtig. Und das andere ist auch, so ein MOOC ist ein Katalysator für Mindset und Kulturentwicklung. Ja. Also das sieht man nicht nur bei uns, sondern das sieht man auch um alle, die um uns drumherum irgendwie in diesem Unternehmen damit irgendwie in Verbindung gekommen sind, dass dann Umdenken stattfindet, dass man sich darüber Gedanken macht. Und MOOC ist vielleicht ein Katalysator, aber wirklich, da geht es wiederum anders zu sein, ist, glaube ich, das, was uns da diesen Vorteil bringen wird. Jetzt haben wir natürlich auch ganz tolle Kollegen, die ganze Zeit vor und hinter den Kulissen dabei waren und da sind wir natürlich auch total neugierig. Welche Learnings hattet ihr denn? Janke, magst du anfangen? Du bist ja auch schon bekannt jetzt in der Community heute. Ja, hallo nochmal. Ja, für mich persönlich hat das MOOC mich irgendwo wachgerüttelt. Also mir ist klar geworden, dass ich dranbleiben muss an der digitalen Veränderung, denn ja, sonst werde ich irgendwann einfach abgehängt. Und was ich auch persönlich sehr schön fand, es macht Spaß und MOOCing ist ausprobieren, ist letztendlich auch mutig sein. Und was mir sehr gefallen hat, war eine, ja, ich sag mal so nahezu liebevolle Komponente, sich einfach mit den Teilnehmern so auf Du und auf Augenhöhe auszutauschen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass einfach dieses Netzwerk auch weiter bestehen bleibt und wir voneinander lernen können. Ja, aber ja. Danke, Janke. Wen haben wir noch? Timo? Hallo. Hallo. Hi. Hallo, Timo. Ja, also ich habe den MOOC eher so von der Seitenlinie verfolgt, fand es aber super spannend, die Diskussion, die dort abging. Für mich war als Learning mehr eine Erkenntnis, und zwar, dass wir eigentlich in den Diskussionen uns ziemlich klar ist, in welche Richtung das alles gehen soll. Es gab wenig wirklich kontroverse Diskussionen, sondern eher Ergänzungen und gegenseitige Kommentare, wie man an der einen Stelle noch weiterdenken kann. Das, wie man das dann aber im Unternehmen umsetzt, ist für viele Unternehmen noch ein bisschen ein graues Feld und noch nicht so ganz durchdrungen, sondern da ist eher auch Ausprobieren angesagt und einfach mal starten und gucken, was passt bei im Unternehmen und Sachen kombinieren. Lernbuffet ist vorhin gefallen. Und last but not least ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, was bringt das Ganze auch dem Unternehmen als Frage final zu beantworten, um dann solche Sachen eben dann auch gegenüber der Geschäftsführung zu verargumentieren und damit auch natürlich den Kulturwandel nicht nur von unten zu pushen, sondern von oben auch zu supporten. Und da wünsche ich mir, dass wir auch nach dem MOOC diese Diskussion, die wir jetzt über das Was schon sehr gut angesteuert haben, über das Wie dann auch noch ongoing, ich sage jetzt mal über die nächsten Jahre, weiter auch antreiben. Okay. Danke. Daniel, bist auch du irgendwo im Off? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ja, wenn man mich hören kann. Ja, klar. Hallo, die Runde, grüße euch. Ja, also das MOOC oder das MOOCing hat mir gezeigt, einfach, dass dieses Format auch nochmal eine schöne Möglichkeit ist, neue Wege zu gehen, beziehungsweise auch nochmal Mut zu haben, neue Wege zu gehen, innovative Wege zu gehen und dann dort auch, ich meine, das zeigen auch die Ergebnisse, die wir da erzielt haben, Diskussionen, die gelaufen sind, dass man auch einfach super Lösungen entwickelt und Antworten auf Fragen bekommt. Was ich besonders toll finde, ist, dass man auf diese Weise ein virtuelles, interdisziplinäres Team zusammenstellen kann, ein sehr großes Team. Und ich meine, wir kennen das alle, manche arbeiten schon 5, 10, 15, 20 Jahre in einem Unternehmen und da wird man einfach auch nach einer gewissen Zeit betriebsblind. Und wenn man da von verschiedenen Personen, die in anderen Teams eigentlich an den gleichen Fragestellungen arbeiten, da Sichtweisen bekommt, hilft das sicherlich sehr gut, da einfach nochmal die Sicht zu schärfen auch. Und inhaltlich habe ich auch mitgenommen, dass wir als Otto Bock auf einem sehr guten Weg sind, da sicherlich auch schon die richtigen Diskussionen führen und geführt haben und noch führen müssen. Aber wir natürlich auch ein paar Baustellen haben, die wir jetzt demnächst angehen müssen. Das Stichwort ESN haben wir ja schon gehört, diskutieren wir auch gerade schon. Von daher, ja, vielen Dank. Das ist eine sehr schöne Woche gewesen. Danke. Danke, Daniel. Danke. Dann schauen wir mal. Marie, wo bist denn du? Marie hat gerade outgesourced an mich, Janke. Oh, okay. Jetzt gucke ich gerade mal, was Marie sagen wollte. Okay.
Ich glaube, wir haben Janke verloren. Ja, das machen wir aber gleich. Begegnungen sind wichtig für Veränderungen. Diese Woche hat einen sehr großen Beitrag hierzu geleistet. Tausend Dank und ein dickes rotes Herz steht hier. Oh. Wir haben jetzt nur die Hälfte gehört, aber der Rest hat sich super gut angehört. Ja, genau, richtig. Begegnungen sind wichtig für Veränderungen. Das war der Anfang. Diese Woche hat einen sehr großen Beitrag dazu geleistet. Ja. Genau. Und Marie hat uns ja auch immer den Rücken freigehalten in den Outtake-Bildern. Habt ihr es ja auch gesehen. Also einfach ein super. Wie Janke auch. Genau. Ja, alle gemeinsam. Okay, dann sage ich natürlich auch nochmal was dazu. Und zwar habe ich gesagt, oder mein größter Lerneffekt. Also ich habe halt immer vermutet, es gibt Menschen, die möchten Wissen teilen. Das ist ihr Herzenswunsch, das ist eine Mission. Dazu gehöre ich, dazu gehören auch meine Kollegen. Aber wir hatten doch schon auch oft das Gefühl, sind wir damit allein unterwegs und sagen viele andere vielleicht lieber, lass mich in Ruhe oder ich horte das oder das ist mein Vorteil, dass ich Wissen habe. Und für mich war das ein riesen Aha-Effekt, diese Woche nochmal zu sehen. Es gibt unglaublich viele von uns oder von den Menschen, die Wissen gerne teilen, die wirklich sagen, ich mache meinen Kopf auf, ich schreibe das runter, ich behalte da wirklich nichts für mich, alles, was dir helfen kann, das hämmer ich in die Tasten, damit ihr das wirklich vorliegen habt. Und als Transfer ist für mich jetzt einfach ganz wichtig die Erkenntnis, dass ich sage, ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher, dass wir viele, viele andere im Unternehmen haben, die genauso denken, die nur einfach nicht gefragt worden sind bis jetzt und die solch eine tolle Gelegenheit, die wir gerade einfach nicht gehabt haben. Und es ist, denke ich, auch eine Mission jetzt zu sagen, wie schaffen wir für die eine Plattform, eine Gelegenheit, um die alle wirklich begegnen und begeistern. Ja. Genau, damit auch die so einen tollen Rahmen haben, um mit anderen ihr Wissen zu tauschen. So langsam ist es drin, ihr merkt es, ne? Ja, ich werde immer unter den Tisch getreten, also wenn ich das so gewiss, der Bescheid. So, jetzt haben natürlich viele von euch auch gefragt, auch am Montag. Ja, mache ich gerade. Danke. Sorry. Ich habe das Drehbuch doch hier vorne, ne? Deshalb gucke ich mal dahinter, da hängt's ja. Also am Montag kam lustigerweise nach der Live-Session, nach der Aufzeichnung, kamen noch ganz viele Fragen. Also vielleicht hat der eine oder andere es mitbekommen, da haben wir, glaube ich, fast noch 10 oder 15 Minuten weitergechattet. Und unter anderem kam auch die Frage, ja, wo ist denn da bitte die Führungskraft und was sagt ihr denn dazu? Und genau diese Führungskraft, unser Cheffe, unser Michael, haben wir natürlich heute auch wieder mit dabei. Und ich denke mal, jetzt übergeben wir auch an ihn, damit auch er seine Lernergebnisse der Woche mit euch teilen kann. Michael, wo bist du? Technik. Das ist immer Technik. Okay, dann würde ich ganz kurz mal die Lücke füllen, wenn das okay ist. Ich finde, eine spannende Frage kam auch von der Charlotte. Hat sich jemand Sorgen gemacht, dass die Konkurrenz mithört? Und die Antwort von Magnus fand ich auch sehr spannend. Ist der Konkurrenz nicht egal, wenn man selbst aktiver und innovativer wird? Also das ist auch nochmal ein spannender Aspekt. Wie seht ihr das? Wir gucken uns gerade an und sagen unisono nicht eine Sekunde. Nee. Nicht eine einzelne Sekunde. Und das meine ich mit offen und authentisch. Wir sind offen und wir begegnen uns auf Augenhöhe und wir teilen Dinge miteinander. Und das machen wir alle gleich, ob wir nun Wettbewerber sind oder nicht. Michael. Ich habe noch eine Frage. Ja, Michael, wir können die Zeit nutzen für Fragen, wenn Michael nicht da ist. Genau, also hier auch nochmal der Kommentar, die Minen beantworten die Frage von Charlotte. Also da ist ja auch immer schön einfach zu sehen, wie wichtig auch immer noch das Bild ist und nicht nur der Text und das Sprechen. Carsten sagt dazu, ich muss was geben, dann bekomme ich auch etwas. Auch ein interessanter Punkt. Ja, Simon hat mal wieder LMS Nord, ESN gefokust. Kann mich und zwar, glaube ich, 20 Mal reingeschrieben. Ja, ich denke, ESN hatten wir auch schon als Thema. Müssen wir mal schauen. Achtung, wir rutschen zusammen. So, ich übergebe an Michael. Genau. Ups, wenn ich ein bisschen außer Atem erscheine, liegt es daran, dass ich gerade 100 Meter gesprintet bin. Ja, mein Feedback, meine Lessons learned. Ihr könnt euch vorstellen, es ist das erste Mal gewesen, dass wir bei Otto Bock an einem MOOC teilgenommen haben. Also ich war mit einer gewissen Spannung beladen. Wie reagiert das Unternehmen auf den MOOC? Wie reagiert mein Team auf den MOOC? Kriegen wir das denn alles gebacken? Welche Wirkung zeigen wir nach außen? Also kommt das auch an, was wir liefern, was wir produzieren? So die Lessons learned sind. Das Unternehmen ist wirklich reif dafür. Das zeigt es mir, weil das Management die Entscheidung getroffen hat. Wir durften teilnehmen. IT hat uns die Genehmigung gegeben. Die Führungskräfte haben sich an den Panels beteiligt. Wir haben ein super Feedback bekommen. Also ganz, ganz klasse, was das Commitment vom Management an sich, was das angeht. Das Zweite ist, was ihr mir besonders gezeigt habt, ist, lasst die Mitarbeiter einfach mal machen. Ja, also
ich weiß nicht, ich meine, dass ihr mich fast vergessen hättet, ist ja ein Indiz dafür, dass ihr das vollständig alleine gewuppt habt. Es ist nicht unkontrolliert passiert, also ich möchte auch keinen falschen Eindruck vermitteln. Aber was ihr in der letzten Woche gewuppt habt und wie ihr dieses Thema gehoben habt, absoluten Respekt, nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen. Und auch das heißt fürs gesamte Unternehmen, lasst die Mitarbeiter machen. Das ist ein gutes Beispiel, dass es funktioniert. Und das heißt nicht, liebe Führungskräfte, dass wir die Kontrolle verlieren, sondern Kontrolle funktioniert einfach anders. Und das habe ich auch persönlich gemerkt. Drittes Thema, Lessons Learned, ist Medienkompetenz. Mhm. ESN haben wir gehört, klar, wir müssen die Möglichkeiten schaffen. Und nicht erst, wenn alle da anklopfen und das haben wollen, sondern die Möglichkeiten müssen eher da sein, bevor man es macht, also dass man es auch machen kann. Aber auch Medienkompetenz im Sinne von die Mitarbeiter befähigen, an dieser Art der neuen Kollaboration überhaupt teilzunehmen. Umgang mit Smartphones, Umgang mit den Top-Learning-Tools, mit den Top-Kommunikationstools und so weiter. Das müssen wir aktiv befeuern, wir müssen es vorleben, wir müssen die Umgebung schaffen, die Rahmenbedingungen und wir müssen auch den Spaß auch an der Arbeit befeuern. Das liegt an uns. Und irgendwann werden die Führungskräfte merken, dass wir eigentlich uns einen Schritt zurücklegen können, weil alles läuft, weil Momentum da ist, weil Drive da ist und die Dinge nehmen einfach ihren guten Lauf. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal überhaupt an das gesamte Co-Learning-Team wenden. Leute, ihr habt einen super tollen Job gemacht, ihr habt uns eine Plattform geboten, ihr habt uns mit der Community in Verbindung gebracht, die uns wiederum so toll befeuert hat. Ja, ich bin nach wie vor, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ich habe eine Gänsehaut und ich muss das alles noch verarbeiten. Ich weiß nur, dass für Otto Bock eine Riesentür aufgegangen ist und wir aus diesem MOOC so viel rausgezogen haben und was wir im Unternehmen verteilen werden, der Schneeball wird größer und wir werden das, was wir im MOOC gelernt haben, wird Teil unserer DNA sein. Da bin ich mir sowas von sicher. Vielen Dank. Yeah. Ja. Ja. Jetzt erstmal. Ah, ja. Okay. Wir hatten kurz vorher noch irgendjemand, der was sagen wollte. Genau. Ja. Janke, da war noch jemand. Wunderbare Chatmoderatorin, welche Frage war noch offen? Ja, es ging auch nochmal um diese Frage mit der Konkurrenz und das Thema Reife. Es gibt einen Kommentar auch, es gibt halt reife und nicht ganz so reife Unternehmen oder auch überreife Unternehmen, kam von Dieter dann. Ich denke, das ist so eine Frage für sich. Also Reife finde ich persönlich immer so ein bisschen gefährlich, weil ein ganzes Unternehmen in einen Reifegrad zu stecken, weil das hängt letztendlich auch von jedem Einzelnen ab. Aber das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ich denke mal, das Reife-Thema können wir ruhig auch nochmal im Nachgang weiter diskutieren. Gerne. Ansonsten, ja, auch nochmal Dankeschön und so weiter, Applaus, diverse Kommentare. Okay. Dann haben wir noch mitgebracht einfach ein paar Zahlen, weil wir haben gesagt, wir sind hoch emotional, wie man gemerkt hat in der ganzen Woche, aber vielleicht auch noch ein paar ZDF-Zahlen, Daten, Fakten. Also Steffen hat sich heute Morgen auch nochmal hingesetzt und geschaut. Also wir haben bis jetzt muss ich wirklich sagen, zählen 165 Blogbeiträge. Und wir haben eben auch Twitter gemerkt, es läuft immer noch weiter. Also ihr seid weiter fleißig wirklich in den Tasten unterwegs. Und wie gesagt, wir versprechen, dass wir uns weiter darum kümmern, das tun wir definitiv. Wir haben gesehen, dass 43 verschiedene Autoren unterwegs sind. Also da auch nochmal danke für die Vielzahl der Schreibertums sozusagen. Auf dem Blog, genau, ganz wichtig. Und wir haben 1052 Tweets. Also wir haben eben überlegt, ist es jetzt wirklich so? Aber wir haben einfach gesagt, es fühlt sich definitiv so an. Also selbst wenn die Zahl nicht genau stimmt. Also wir haben gesagt, über 1000 müssen schon sein. Und das wollten wir euch auch nochmal mit auf den Weg geben. Und vor allen Dingen dann auch tatsächlich nochmal eine Dankesrunde zu drehen. Und da haben wir auch nochmal ein dickes Danke an unseren Paten Martin Lindner. Da wollen wir ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen für die tolle Unterstützung und auch die Mitgestaltung. Du warst da sehr aktiv. Wir haben das nachverfolgt und uns auch unterstützt zwischen den Live-Sessions und dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Er war ja der fleißigste Blogbeiträger, so würde ich jetzt mal nennen. Ja? Also genau. Sehr gut. Genau, und dann natürlich die Co-Loan Community, wie es Michael auch schon gesagt hat, für die großartige Bereitstellung überhaupt der Möglichkeit und auch natürlich der Unterstützung. Also es hat alles reibungslos funktioniert und das war eigentlich gar nicht spürbar, dass wir uns hier so neu ausprobieren. Also das hat wirklich gut funktioniert und es wurde aus dem Zug, aus dem, keine Ahnung, aus welchen Räumen, überall alles bereitgestellt, Podcasts, Videos, alles war möglich und relativ und auch sehr zeitnah. Also dafür, aus dem Kranken. Ja, vielen Dank an euch alle. Dankeschön. Genau.
Und tatsächlich auch nochmal ein Danke an einer Person hier am Tisch, weil wir haben heute Morgen nochmal reflektiert, wie wäre das denn eigentlich gewesen, wenn wir nichts Nein bekommen hätten. Also okay, wir hätten es ja nicht gewusst, also wir hätten von außen mal zugeguckt, weil wir natürlich als Zuschauer einfach nur mitgemacht hätten. Aber es wäre uns ein Erlebnis, ich sag mal einfach salopp flöten gegangen, das, glaube ich, ungeahnte Folgen und Auswirkungen wert für uns hat. Und von daher einfach nochmal wirklich Dank an dich, Michael, weil es war ein Experiment. Er wusste nicht, was am Ende dabei rauskommt, aber er hat gesagt, er vertraut uns, lässt uns machen und das war einfach mal. Hat sich gelohnt. Ich bin unwiderstehlichen Vorschlägen immer offen gegenüber. Ja. Und es liegt an uns, die unwiderstehlich zu formulieren. Jetzt haben wir den Tipp bekommen. Okay, also, ich habe versprochen, 13:50 Uhr abzugeben, von daher noch 2-3 Sätze, dann haben wir es. Nämlich, ich nehme mal an, im Chat kommt jetzt auch die Frage, wie geht es denn weiter und was macht ihr denn jetzt noch weiter mit den Ergebnissen? Mhm. Und von daher natürlich stehen Next Steps an. Also zum einen haben wir gesagt, erstmal weiterlesen und auswerten, weil da haben wir echt noch richtig viel Arbeit vor uns, dank eurer tollen Beteiligung, da kommt noch einiges. Wir haben auch schon gesagt, natürlich lasst euch von Things nicht unbedingt abhalten, weiter zu machen, das tun wir auch nicht. Also wenn ihr weiter schreibt und bietet, dann freuen wir uns auch, wir werden das auch sehen. Und wir werden einfach die Woche, nächste Woche tatsächlich auch nochmal mitnutzen, um die Dinge nochmal ein bisschen mit aufzuarbeiten. Und da hört ihr bestimmt auch nochmal von uns, wir überlegen gerade, in welcher Form wir das machen. Mhm. Und für uns steht natürlich jetzt auch an, wie übertragen wir diese Ergebnisse in die Zukunft. Also das werden wir in Meetings etc., in Gesprächen dann für uns auch für die zweite Jahreshälfte klären, was machen wir mit den Ergebnissen, was davon wollen wir aufgreifen. Ich nenne das magische Wort ESM jetzt nicht, nein. Und einfach ganz konkret, was setzen wir davon um, wie setzen wir das um? Und wir haben in einem anderen MOOC übrigens ein ganz tolles Format dafür gefunden, also ein Digital Talent Management, hat Steffen schon gepostet. Da gibt es einen sogenannten Gameplan, der ist ganz fantastisch und dann kann man genau dieses weitere Vorgehen in einem Projekt total visuell und ganz toll eintragen und das werden wir tatsächlich nutzen, um einfach für die nächsten Monate und vielleicht auch die nächsten Jahre zu planen. Ja, und dann noch vielleicht, wir hoffen natürlich, dass wir uns auch sehen in Frankfurt beim Hackathon und beim Rocket Learning Camp. Da werden wir natürlich auch dabei sein und dann auch gemeinsam mit euch, wer auch immer da sein mag, die ganzen Dinge aufbereiten und weiter fortführen. Diskutieren, genau. Gerne. Und vor allen Dingen, das klingt jetzt gerade, ich dachte auch gerade, wir nehmen jetzt Abschied, als wäre der MOOC zu Ende, aber ist er natürlich definitiv nicht, sondern es geht natürlich jetzt weiter an die nächste Gastorganisation, an das nächste Gastunternehmen und wir wissen, dass es heute eine Übergabe geben wird. Und würden uns aber gerne natürlich nochmal fröhlich von euch verabschieden, bevor wir tatsächlich dann an Joachim und vielleicht halt schon an den nächsten weitergeben. Also nochmal. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke von uns. Vielen herzlichen Dank. Ja, hallo. Ich glaube, man hört mich. Ja, ich glaube, ich wollte die Dankesorgie gar nicht mehr so fortsetzen. Also wenn ihr nachher in den Chat reinschaut, habt ihr eine Menge an positiven Informationen, die ihr eurem Chef nochmal zeigen könnt, wie das gelaufen ist. Herzlichen Dank. Ich denke aber auf der anderen Seite habt ihr auch die Latte für die kommenden Runden ungeheuer hochgelegt. Und wenn man das mal von der Erwartungshaltung sieht, die jetzt an die kommenden Unternehmen kommen, ist es ja so, dass man spannende Fragen, herausfordernde Themen erwarten, dass man gut geschriebene Blogposts haben möchten, dass wir einen kreativen Input zum Morgenkaffee brauchen, dann haben wir uns mal gewöhnt da drin, dass wir eine agile Information, eine agile Diskussion, schnelles Feedback brauchen, Führungskräfte, Begeisterung spüren und dann natürlich auch nochmal eine krasse Ergebniszusammenfassung des ganzen Themas. Also das ist eine Leistung, wo ihr euch jetzt durchaus verdient gemacht habt. Also nochmal herzlichen Dank an alle. So, ich frage mal an den Uwe Spangler. Uwe, bist du in der Runde? Kannst du uns hören? Wir sind da, ja. Okay, dann übergebe ich einfach mal kurz an euch, damit ihr ein bisschen was zu übernächsten Woche sagt. Nächste Woche haben wir ja Pause, da sage ich aber auch nochmal was dazu. Alles klar, sehr gut. Also, habt ihr ein Bild von euch? Oder? Das sollten wir haben. Ja, es gibt einen Videoraum, kann man den sehen? Ja, ich sehe es. Wir sehen uns auf jeden Fall, genau. So richtig vorstellen werden wir uns dann am 12., wenn es dann weitergeht. Wir sitzen aber schon bereit, wie man sieht. Wir werden hoffentlich nicht die ganze Zeit hier verbringen, aber wir sind bereit für unsere Woche.
Uwe Spangler und Svenja Kernstock von DNV GL Öl und Gas. Vorhin im Chat habe ich gesehen, dass jemand schrieb, moin, viele Grüße aus dem sonnigen Norden. Der richtige Norden sind wir. Wir sitzen nämlich in der Nähe von Oslo in Norwegen und bei uns ist es bewölkt. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns darauf, mit euch unser Thema zu besprechen. Wir werden dann ab dem 12. gerne mit euch unsere Lernphilosophie diskutieren. 70-20-10, auch im Chat schon gerade eben gesehen, dass das bei einigen schon bekannt ist. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren mit der Lernphilosophie und möchten gerne innerhalb der Woche die Woche nutzen, um Ideen zu sammeln, um herauszufordern und um herausgefordert zu werden. Ganz konkret kommen wir da noch drauf zurück, was das genau bedeutet. Als Vorbereitung, das heißt, wir möchten euch gerne alle herausfordern, in der Pfingstwoche nicht nur nachzuarbeiten, sondern auch gerne vorzuarbeiten. Zu 70-20-10 gibt es ein paar sehr gute Videos von Charles Jennings auf YouTube. Das kann man sich angucken, um so ein bisschen in das Thema einzusteigen. Und wir werden noch über eine Newsletter einen Teaser verschicken mit einem Link zu einer Umfrage, wo wir alle gerne darum bitten möchten, ihr einen Input zu geben, eine Rückmeldung zu geben. Da geht es um 70-20-10. Wir möchten gerne ein Bild davon kriegen, wer schon wie viel Erfahrung hat zu dem Thema. Ja, dann auch von mir. Hallo allerseits. Wir freuen uns auf die Woche 70-20-10. Wir haben vorher in der Diskussion auch so kurz angesagt, um was geht es denn mit den, wie man das eigentlich macht. Und wir wollen so ein paar Aktivitäten, die wir machen, im 70er und 20er Bereich vorstellen, auch ein bisschen vorstellen, wie alles zusammenhängt und dann eben auch versuchen, von euch Input zu bekommen. Und ich glaube, die große Herausforderung für uns ist manchmal, dass man sagt, ja, wie schaffen wir es denn eigentlich, dieses soziale Lernen, dieses eigentlich informelle zu strukturieren, um das in unsere etwas grauen Räume dann wieder reinzubekommen und doch wieder manageable zu machen. Ist das überhaupt möglich? Da gibt es sicher ein paar ganz spannende Diskussionen. Also das wäre es jetzt erstmal von uns, ein bisschen teasermäßig. Wie ich gerade gesehen habe, der Teaser ist raus, die Umfrage ist raus. Damit haben wir erstmal so eine Baseline und mit der können wir dann weiter diskutieren. Genau, die Ergebnisse von der Umfrage werden dann am 12. präsentiert. Das heißt, das diskutieren wir dann und ja, wir freuen uns drauf. Bis dann. Okay, prima. Herzlichen Dank nach Oslo oder die Nähe von Oslo. Wir haben jetzt Halbzeitpause. Nächste Woche findet im MOOC nichts Offizielles statt. Aber so eine Halbzeitpause hat ja auch einen Sinn und Zweck. Also einmal kann man so eine Halbzeitpause ja dafür nutzen, um einfach mal durchzuatmen. In der Halbzeitpause hat man normalerweise auch einen Trainer, der sich neu motivieren muss. Ich glaube, das müssen wir selber stärker angehen. Aber wir haben in der Halbzeitpause ja noch eine Chance, die normalerweise beim Handball oder beim Fußball eigentlich nicht hat. Wir können nämlich die vergebenen Torchancen nochmal aufholen. Weil ich habe teilweise in den Tweets auch schon gelesen, dass manche gesagt haben, Mensch, so viel, ich komme da nicht nach. Also das dient die Woche, die kommende Woche kann dazu auch dienen, einfach nochmal zu schauen, nachzulesen, ein bisschen was aufzuholen, vielleicht doch nochmal die eine oder andere Torchance zu nutzen. In der Halbzeitpause macht der Trainer normalerweise auch ein bisschen sowas wie eine Spielanalyse. Auch das kann man schon mal, denke ich, angehen. Eine kleine Lessons-Learned-Runde für sich selber machen, mal einen Abgleich mit den eigenen Lernzielen als Thema anzugehen. Und dann, denke ich, können wir die kommende Woche gut nutzen. Wer natürlich Urlaub hat, auch prima Sache. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich denke, es gibt ein Wort vom Spruch vom Franz Beckenbauer, der einfach mal auch in der Halbzeitpause gesagt hat, ja, geht raus und spielt Fußball. Und ich denke, das sollte man jetzt einfach auch machen. Rausgehen und mooken, Tweets lesen, Wochenende genießen. Herzlichen Dank an alle und wir sehen uns dann offiziell wieder in 14 Tagen. Ciao.